I'm made of. Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution featuring Crush 4589. Weiter geht's mit den Aufträgen. Im letzten Part haben wir einige Trainingspartner-Aufträge erfüllt und es gibt immer noch so viele. Alter Schwede, bis Teil 14. Wahrscheinlich muss man das Training mit allen Naruto-Charakteren abschließen, oder wie soll ich das jetzt verstehen? Scheint so. Na gut, dann machen wir mal weiter. Auch wenn die Kämpfe noch lame sind, denke ich, kann ich dadurch auch ein bisschen mich antrainieren bei der Steuerung. Das ist auch noch der Vorteil daran. Das ist auch noch der Vorteil bei diesen eher noch schwachen Kämpfen, muss ich sagen. Warum muss ich denn mit dir trainieren? Weil du vielleicht auf sie stehst, Shikamaru. Ja, man munkelt immer, Shikamaru und Tenten sind vielleicht ein Liebespärchen. Also ich würde das schon. Ich würde schon darauf tippen, dass die beiden zusammenkommen werden. Eindeutig, weil die beiden passen irgendwie zusammen, finde ich. Das ist ein Teil des Austauschprogramms zwischen Suna und Konoha. Da musst du dich abfinden. Aber du bist so faul wie eh und je. Hast du denn gar keinen Kampfgeist? Warum regt die sich bloß so auf? Naja, allerdings ist sie ein Mädchen. Da sollte ich wenigstens einen coolen Eindruck machen. Mann, wie lästig. Einen coolen Eindruck? Was hat das wohl zu bedeuten? Er will doch bei ihr ankommen, oder nicht? Okay, das sind beide Schulenprüfungsbeamte. Ja, die sind ja auch wirklich beide zu Schulenprüfungsbeamten geworden, weil Shikamaru war auch der Erste, der die Schulenauswahlprüfung unter allen Genins in Konoha zum Schulen ernannt worden ist. Aufgrund seiner hohen Intelligenz, weil Naruto hat zwar das Schulenauswahlprüfungsturnier gewonnen, aber ausgewählt für den Schulenrang wurde als erstes nur Shikamaru. Ich glaube, ist auch klar, wegen seiner hohen Intelligenz, er ist zwar recht faul, aber er weiß immer aus jeder Situation eine perfekte Lösung. Und er ist der perfekte Stratege für jeden Kampf. Dafür ist er ja da. So, genug geschwafelt. Ich würde sagen, nehmen wir mal Shino. Und Kiba. Nehmen wir mal ein paar Mitglieder von Hinatas Team. So. Ja, Einsatztyp. Ich würde sagen, Ultimative Suitsu-Typ. Bleiben wir wieder dabei. Ich meine, ich könnte den Kampf... Naja, obwohl, ich darf das nicht unterschätzen, weil ich wollte gerade sagen, ich könnte den Kampf auch ohne Team gewinnen, aber ich glaube nicht, dass es darauf angelegt werden sollte. Egal. Gegen Temari also. Haben wir es überhaupt schon mal richtig mit Shikamaru zu tun gehabt? Ich weiß es nicht. Wow. Und da geht sie auch schon richtig ab. Ihren Tornado-Attacken. Alter Schwede. Ich komme ja gar nicht an sie ran. Die ist echt gut. Wow. Und durch die hohe Verteidigung kann ich nur trotz hoher Combo-Anzahl sehr wenig Schaden bei ihr zufügen. So. Aber jetzt. Haha. Decke ich sie wieder zu. Oh Gott. Ich frag mich, wie hoch der Rekord überhaupt für eine ganze Combo ist. Das müsst ihr mir mal in den Kommentaren posten, welchen Rekord ihr insgesamt für eine Combo habt, ohne dass sie unterbrochen wurde. Weil die Standard-Combo ist ja mit 5 Treffern, habe ich ja gesehen, oder mit mindestens 5 Treffern, ich weiß nicht. Naja, eigentlich können sogar mit weniger sein. Wow. Ten, jetzt ist mal Schluss hier. Alter Schwede. Boah, Tenten. Die geht echt voll ab mit ihrer behinderten Attacke. Ihren behinderten Windattacke.
Aber da bleibt sie mal kurz stehen. Das ist echt kack. Das ist echt lame gemacht. So. Jetzt bin ich wieder dran. Ah, da unterbricht mir natürlich Shikamaru. Hey, wie kommt das, dass ich plötzlich wieder alle wie volle Chakra habe? Aber wahrscheinlich, weil die Anzeige da voll ist. Na schön, Team, ultimatives Team Jutsu. Gucken wir uns das mal an. Okay. Cool. So. Oh, dieses Face, ey. Dieses Face! Das war echt creepy. Unser Suke. Ja. Wenn er sein Susanoo aktiviert. Oh Mann. Sasuke, wirklich eine geniale Bösewichtsrolle. Aber aktuell mein Lieblingsbösewicht. Total. Weil Itachi kann man jetzt zum Beispiel nicht mehr unter der Bösewichtsrolle einfügen, da er ja nicht aus Boswilligkeit seinen Clan ausgelöscht haben. Wir kennen ja bereits die genaue Hintergrundstory. In Ultimate Ninja Storm 2 erfährt man ja schon davon. Zumindest habe ich davon erfahren. Ich weiß nicht, ob es im Anime auch schon früher vorkam. Ich schätze, mein Manga wird es schon früher vorgekommen sein, weil wenn, dann wird man dann die Geschichten schon eher der Manga-Vorlage wird man die Geschichte schon nach der Manga-Vorlage erstellen bei den Naruto Games und nicht jetzt direkt nach der Serie, weil die Serie kommt ja bestimmt erst nachher dran. Zumindest der aktuelle Sinn. Oder, nein, doch. Ach. Ich glaube, ich rede jetzt nicht mehr um den heißen Brei. Da habe ich jetzt, glaube ich, wieder einen totalen Mumpitz erzählt. Ich bin halt davon ausgegangen, okay? Kann natürlich auch anders sein. Was ist denn los? Wir haben verloren. Das kommt, weil du meine Anweisungen von vorn nicht beachtet hast. Warum machst du sowas? Ich wollte einfach nur so kämpfen, wie ich gern wollte. Danke. Mein Plan konntest du also nicht vertrauen, ja? Halt die Schnauze! Ich kann dir nicht vertrauen, weil du so faul bist! Das ist ein tolles Austauschprogramm. Ja, ja, ja. Was sich liebt, neckt sich. Oh, Alter. Okay. Zeit, die nächsten Aufträge zu erfüllen. Was haben wir denn dieses Mal noch vor uns? Welche Teams werden jetzt noch antreten? Vielleicht sollte ich dazwischen mal andere Aufträge erfüllen? Gucken wir uns mal an. So, komm. Halt nicht um den heißen Preis, sondern gib mir gleich die nächsten Aufträge. Makono Ninja Akademie. Was ist da jetzt eigentlich angesagt? Suna Ninja Baki sammelt Daten von Ninjas und Samurai. Such ihn auf und Hilfe beim Zusammentragen von Informationen. Allerdings musst du auch Kenntnis liefern, um nicht zu scheitern. Das klingt ganz schön interessant. Ey, ich wollte nur den Text weg. Ich wollte nicht gleich komplett unterbrechen. Aber heben wir uns das lieber für den Schluss auf, weil nicht, dass es jetzt so eine Mission ist, die wahrscheinlich Ewigkeiten dauern wird, weil, wie schon gesagt, meine Aufnahmezeit ist aktuell begrenzt. Vielleicht mache ich erstmal die ganzen Trainingspartner gesucht, Aufträge fertig. Ich glaube, das wäre aktuell das Beste. Oh, gegen das Jonin-Pärchen Asuma und Kurenai. Ja, weil Kurenai hatte auch schon in Shippuden von Asuma, bevor er starb, ein Kind bekommen. Zumindest war sie da schon schwanger. Wir haben bisher das Kind noch gar nicht gesehen. Gar nicht sehen dürfen. Aber ich bin schon ziemlich gespannt, wenn erstmals der Kleine oder die Kleine auf die Welt kommt. Meine Chance voll, den anderen wenigstens gut auszusehen. Das ist voll wahr, wenn du das nur jeden Tag schaffen könntest. Ich schätze mal, jetzt muss ich wirklich zeigen, was ich drauf habe. Es ist ja echt seltsam. Es kommt dann wirklich so vor, als würde Asuma noch leben. Genauso wie Jiraiya und alle. Weil in der Serie sind sie ja alle leider Gottes schon tot. Ja, Heldentode sind wirklich was Schlimmes. Vor allem bei beliebten Charakteren. Weil ich denke, Asuma hat bestimmt auch eine große Fanbase gehabt, würde ich mal schätzen. Aber ich glaube, dass dass es noch einen weiteren
Ja, soweit ich erfahren habe, ich habe mich nämlich auch mal spoilern lassen über den aktuellen Verlauf von Naruto, dass nämlich auch Neji während des großen Ninja-Weltkriegs draufgehen soll bei einem Angriff durch Tobi bzw. Obito heute. Aber wie genau das passiert ist, weiß ich leider selber noch nicht. Aber ich finde das... Oh Mann. Das finde ich aber echt schlimm, dass so etwas passieren muss. Vor allem, warum ausgerechnet Neji? Er ist einer der... mein Lieblingscharakter überhaupt und der muss jetzt auch noch sterben? Oder wird er vielleicht durch ähnlich wie schon Kakashi beim Kampf gegen Pain auch wiederbelebt? Ich hoffe, dass das auch noch der Fall sein wird. Dass ein Wiederbelebungsjutsu stattfinden kann für ihn. Ich muss erstmal gucken, wie das überhaupt noch weitergehen wird. Weil ich meine, ich werde jetzt den Anime direkt selber nicht gucken. Aber vielleicht kann ich ein paar Infos rausholen. Und ich werde ja ohnehin noch so viele, Alter Schwede, Kurenai. Dem ich länger in den Weg komme. So. Hol dir mal die Reservachen. So, jetzt kicke dich mal raus da. Bam. Ja, ich wollte dich rauskicken. So, zack. Oh, oh, oh. Das war nicht schlecht. Na warte, hier. Bam. So, jetzt raus mit dir. Okay, raus, 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 komm. Ah, ich hab da den falschen Knopf dafür gedrückt. So, zack, zack, bam. Ja, gute Kurenai setzt da immer so ein Genjutsu ein. So, zack. Ja, raus. Und was passiert? Ah, dann nimmt er nur zusätzlich Schaden. Ist aber gar nicht schlecht. Dass es sowas auch gab. Ich wusste gar nicht, dass es das auch noch gab. So, jetzt komme ich. Nein, 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 Kurenai, du hinderst mich nicht daran. Ah. Zack. Naja, hier kann man leider kein, dort ist keine zusätzliche Combo erschaffen. Ja, gegen Unterstützungstyp-Teams, da hat man da keine Gelegenheit, wirklich eine richtig fetzige Kombo einzusetzen, weil man ja gegen Sprintangriffe, weil ja die Sprintangriffe durch den Partner meist abgewehrt werden. Nicht immer, aber meistens. Hängt davon ab, in welcher Situation, also in welcher Entfernung man zum Gegner steht. Okay. Kurenai und Asuma sind auch schon mal down, down, baby, down, down. Ladezeiten sind harte Zeiten. Verflucht, das taugt nichts. Ich hätte gedacht, ich würde ein bisschen besser abschneiden. Du machst dir zu viele Gedanken und außerdem war ich auch nicht gerade denn die allergrößte Hilfe. Du hast recht, Probleme zu wälzen bringt einen nicht weiter. Hm, wie wär's nachher mit etwas zu essen? Hätte nichts dagegen, aber du übernimmst die Rechnung. Na gut, ich schätze, das ist so ungefähr das Einzige, bei dem ich mich wirklich gut erweise. Ah, ja, das stimmt wohl. Was ich ja auch immer gesehen habe, ich meine, Asuma hat auch gerne mit Shikamaru so ein Strategiespiel, so ein japanisches Schach gezockt und immer natürlich hat Shikamaru gewonnen. Egal, was Asuma auch getrieben hat. Ich möchte mal, ich möchte mal wissen, ob Shikamaru immer noch dieses Spiel spielen würde. Aber er hat ja leider Asuma jetzt nicht mehr als Spielepartner. Ich find's wirklich schade, dass er da ausgerechnet beim Kampf gegen Hidan draufgehen musste. Aber was erwartet man? Der Typ hat wirklich einen ganz schön unfairen Move eingesetzt. Also eine ganz unfaire Ninja-Attacke, diese... eine Technik, wo er sich selbst Schaden zufügt und dabei sogar tödlichen Schaden zufügt und dabei noch andere Mitleidenschaft zieht. Also die anderen erleiden ebenfalls diesen Schmerz. Nur er stirbt er davon nicht. Er ist auch klar, er ist ja unsterblich. Das... Boah. Hat mich da wirklich tierisch aufgeregt, als ich das sehen musste im Spiel. In Anime weiß ich nicht, ob ich das auch noch gesehen habe. Ich muss lernen zu kämpfen und dabei meine Gefühle zu unterdrücken. Aber wenn ich die Kontrolle verliere, dann hilf mir bitte, Kimimaro. Kimimaro! Ernsthaft, Kimimaro!
Stimmt, der ist auch noch dabei. Und so hieß er, ja, den Namen habe ich wirklich total vergessen. Das letzte Hindernis, einer der letzten großen Gegner von, Naruto, als er versucht hat, Sasuke wieder zurückzuholen. In den ersten Generationen von Naruto. Ich weiß Bescheid, wenn die Dinge aus dem Ruder laufen, halte ich dich auf. Ja, hat da Kimimaro, ich glaube mit, ich glaube, Kimimaro hatte doch irgendwas auch mit Yugo zu tun. Ob da immer, seine Gefühle unter Kontrolle halten können. Sicher war ich mir nicht, ob das so war. Ich glaube, so war das damals. Keine Ahnung. Okay, mit Ino. Ja, kommt ultimativ in Jutsu. Irgendwas war da, ich bin mir nicht sicher. Ob da eine Verbindung zwischen den beiden stand. Dass er mal seine Gefühle unterdrücken konnte. Wir wissen ja, wenn Yugo durchdreht, dann wird er zu diesem Monster. Weil er war auch eines der Opfer von Orochimarus Experimenten. Oder war es bei Orochimaru? Ja, bei Orochimaru. Ist auch klar. Sugetsu war ja auch eines dieser Experimente. Wie es mit Karin aussieht, weiß ich ja nicht. Einzige, was ich ja von Karin weiß, ist, dass sie das Chakra von anderen aufspüren kann und damit auch sozusagen als mehr oder weniger als Ninja-Radar dienen kann. So war das ja damals. So. Eine Combo von 33. War nicht schlecht. So. Probieren wir mal dieses Item aus, aber das treffe ich natürlich nicht. Ist klar, wie Klosbrühe. Das ich natürlich mit diesem Item nicht treffen kann. Jetzt reicht's, ey. Oh Mann! Zack, aber jetzt habe ich ihn endlich mal. Amaterasu. Oh yeah. Bam. Oh, es macht leider Gottes nicht sehr viel Schaden. Ist auch klar warum. So. Wow. Das hat einfach so weggesteckt. Dabei war es eine ganz schön explosive Blume. Wow, 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 wow. Oh! Da hat er mich ganz schön böse gepackt. Alter Schwede. Okay, Ino, hilf mir mal wieder. Das schreckt ihn gar nicht, lässt ihn gar nicht zurückfallen. Muss mein Chakra wieder aufladen. So. Okay, jetzt bin ich dran. Jetzt komme ich. Alter. Ah, jetzt reicht's aber mal endgültig. So. Ultimatives Jutsu Abschluss. Wird wahres Ultimatives... Also Team Ultimatives Jutsu, ja. Das kann ich jetzt machen. So. Kommt schon. Ja. Yeah. Treffer. Bam, bam, bam. Yes. Wieder Amaterasu. Oh nein, Moment, das war das Susanoo, nicht Amaterasu. Amaterasu sind ja die schwarzen Flammen, die unendlich brennen. Also die, ein schwarzes Feuer, das nur vom Anwender des Amaterasu selbst gelöscht werden kann. Nice. Cool. Na gut, liebe Leute, damit haben wir das auch schon. Damit haben wir es auch schon diese Mission hinter uns und ja, auch diesen Part muss ich leider an der Stelle wieder beenden. Weiter geht's dann mit weiteren Missionen im nächsten Part. Ich hoffe, dass euch diese Mission, diesen Part jetzt aktuell nicht so anöden. Flucht schaffe ich es denn immer noch nicht, mich zu kontrollieren. Das war Pech, aber du musst dir das nicht zu Herzen nehmen, Yugo. Deine Kraft ist überaus wichtig für Lord Orochimarus Pläne. Ja, aber ich brauche dich auch. Es ist immer noch zum Zeitpunkt, wo er Orochimaru gedient hat. Ja. Anscheinend. Spielt anscheinend wieder in anderen Dimensionen die ganzen Kämpfer. Okay. Wie schon gesagt. Weiter geht's in den nächsten Part mit weiteren Aufträgen. Daumen hoch, wenn es gefallen hat, und ich hoffe, ihr seid dann wieder beim nächsten Mal mit dabei. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crush 4589. Bis zum nächsten Part von Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.